So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil HD Remaster. Ich muss kurz mal Revue passieren lassen, was in der letzten Folge alles passiert ist. Wir haben uns die Pfeilspitze geholt, wir haben uns den blauen Edelstein geholt. Das Symbol haben wir auch noch geholt. Und wir sind wieder im Esszimmer, da wo im Prinzip alles angefangen hat, mit Jill. Und wir sind weiterhin dabei rauszufinden, was hier eigentlich vorgeht überhaupt in diesem riesigen Haus. Und haben bis jetzt leider immer noch keine Ahnung. So, wir gehen mal ins nächste Zimmer. Ich weiß gerade, das wäre ehrlich gesagt. Ach ja, das war ja der Raum. Hier will ich gar nicht mehr rein. Tschüss. Gehe ich wieder. Nein, mit dem Zombie will ich nichts zu tun haben, der da drin noch rumlungert. Der geht mir auf den Sack. So, ja. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Ach ja. Ich muss zugeben, dass ich momentan ein bisschen ratlos bin. Weil ich auch schon so lange kein Resident Evil mehr gespielt habe. Also den ersten Teil schon nicht mehr gespielt habe. Deswegen muss ich erstmal wieder mich zurechtfinden. Das kann jetzt kurz einen Moment dauern. Ich entschuldige mich hierfür. Währenddessen kann man einfach die unglaublich geile Kulisse des Spiels genießen. Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist auf dem Schloss eingraviert. Verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Oh, schön ist es da draußen. Nein. Ist von der anderen Seite verschlossen. Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden, wo ich hin muss. Es tut mir leid, wenn das jetzt kurz dauert. Wie gesagt, währenddessen einfach mal ein bisschen die Atmosphäre dieses Spiels noch genießen. Die immer noch durchaus packend ist. Also, man möchte, Schwertsymbol, okay. Man möchte geradezu sagen, dass es Resident Evil auch heute noch schafft. Ja, also auch in dem HD Remastered sozusagen, es immer noch perfekt schafft, die Atmosphäre von damals einzufangen. Ist das mein Schatten? Das ist mein Schatten wohl. Ich muss gerade, aber das gibt's doch gar nicht. Muss ich gerade echt wieder überlegen. Schalter verschlossen, okay. Hier liegen. Ach, da hinten ist noch die Tür. Die habe ich komplett vergessen, die Tür. Sieht man mal wieder. So schnell findet man wieder raus, wo man hin muss, wie man eine Tür vergisst. Ach nein. Jetzt kommt. Oh nein, wie war das denn wieder jetzt? Das Ding wird gleich rausfahren, wenn wir da hinten das hier aufnehmen. Genau, den Schlüssel. Wir müssen davor irgendetwas tun. Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist eingraviert. Auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist alles. Hier war irgendwas. Freunde, ich weiß noch nicht mehr was. Ach Mensch, ist das bitter jetzt. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Mehr im Weg, die können sie nicht tragen. Ja, ich weiß. Ja, wir brauchen diesen Schlüssel, um da reinzukommen. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, dass wir dafür unglaublich schnell sein müssen, um da reinzukommen. Weil wir werden nachher von vorne getötet. Ach, halt, falscher Knopf. So. Sollen wir jetzt tatsächlich die Kräuter nehmen? Müssen sie nehmen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig in dem Fall jetzt. So, jetzt ist nämlich der Schlüssel runter, genau. Ja, hallo, hallo. Auf doch. Oh, 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 okay. Okay, das war nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Würdest du bitte den Schlüssel da hinlegen? Du blöde Kuh, leg den Schlüssel da hin. So, Schlüssel wieder hinlegen. Es war wohl doch nicht so, wie ich das gerade in Erinnerung hatte. Das blöde Ding kommt sofort auf uns zu geheizt. So, wie war das dann jetzt?
Irgendwas war damit. Aber ich habe so lange kein Resident Evil mehr gespielt. Schrift der Tod ist erst der Anfang. Der Tod ist erst der Anfang und dann ist der Tod alles. Dann könnt ihr euch mal entscheiden, was ihr sagen wollt. Moment kurz bitte. So. Ich. Scheiße, ich bin gerade ein bisschen. Ich bin gerade etwas ratlos, was ich tun muss. Es gab irgendwas, was wir machen müssen, bevor wir das machen können. Aber die Frage ist gerade noch, was war das? Huch. Hey, mach die Tür auf. Hallo, mach doch die Tür auf. Mensch. Was muss ich noch mal tun? Ich bin mir sicher, wir werden es noch rausfinden. Kenneth ist tot. Arme Sau. Verschlossen. Es ist doch gerade nicht zu fassen. Rüstungssymbol ist auf das Schloss eingraviert. Hier geht es nicht weiter. In den Keller kommen wir, glaube ich, momentan nicht. Wenn ich mich doch da richtig in den Sinne komme, wenn ich in den Keller. Genau. Die Tür ist verschlossen, ein Schwertsymbol. Okay. Haben doch eine Karte hier irgendwo. Wir haben doch hier eine Karte. Genau. So, jetzt lass doch. Oh. Ja, gut. Okay. Muss erst nach oben. So, wir gehen nochmal kurz auf die Karte. Ich muss gerade selber wieder gucken. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich momentan nicht mehr weiß, wo ich denn hin muss. Wieso habe ich denn da noch nicht geguckt? Sind überall Türen, die ich total vergessen zu haben scheine? Ich muss es gerade wieder rausfinden. Es tut mir leid, dass das jetzt so eine Zeitverschwendung hier ist, aber. Ich habe jetzt so lange kein Resident Evil 1 mehr gespielt, dass ich komplett vergessen habe, wo, was, wie. Oh. Ah, diese Richtungsänderung. Ach Gott, wo habe ich denn jetzt gerade das übersehen? Moment, muss man nicht den blauen Edelstein in diesen blöden Dings einsetzen? Man kann ja anstatt des Schlüssels nicht den Edelstein einsetzen. So viel steht da schon mal fest. Ach, sie ist andere geschlossen, okay. Ach Leute, ich blamiere mich gerade wieder hochgradig. Weil ich gerade wieder nicht drauf klarkomme, was ich zu tun habe. Oh. Ein Dolch. Nehmen wir doch mal mit. Wahrscheinlich. Jetzt habe ich schon wieder. Na gut. Na gut. Ja. Freunde der modernen Gewalt. Ich bin gerade wirklich etwas überfragt. Die Türen habe ich schon gecheckt. Da ging es ja nicht mehr weiter. Wo war denn. Ja, da war die Tür. Ich wusste doch, dass sie irgendwo war. Ich da draußen Hunde? Ich hatte doch da irgendwas. Okay, hier scheint jetzt mal nichts zu sein. Was ist denn lang überhaupt? Hier ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Da liegt irgendwas drin, was wir brauchen können. Oje, oh. Was liegt denn da hinten? Was haben wir denn da? Gewehrmunition. Nehmen wir mal Gewehrmunition mit. Hoffentlich kriegen wir dann auch demnächst das Gewehr. Ich sehe nichts. Ein Grabmal. Form einer Pfeilspitze. Ja, dann setzen wir doch mal die Pfeilspitze da auch ein.
Zack. Und schon öffnet sich unser Türchen. Ich nehme Tor 1. Ich hoffe, ich stehe richtig. Ich krieg keinen Zonk. Das war jetzt gerade alles durcheinander gemischt, ich weiß. Gottes Willen. Das ist die Geräuschkulisse. So, was nochmal genau passiert hier unten? Was ist ein Sound? Was haben wir da? Ein Buch ist in die Einbucht angepasst. Nehmen wir das Buch mit. Und hauen jetzt einfach mal nach oben ab. Weil ich erstmal nicht da unten stehen will, wenn irgendwas passiert. In einem eingeengten Raum, das muss nicht sein. So, jetzt prüfen wir doch mal das Buch, was mit dem Buch ist. Aha, da ist doch ein Schlüssel. Hausschlüssel. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt, eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht, eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. What? Haben wir das Buch jetzt noch? Nein, wir haben das Buch jetzt nicht mehr. Okay. Das klingt momentan überhaupt nicht positiv. Möchte man meinen. Deswegen hauen wir auch erstmal wieder ins Haus ab. Da sind wenigstens nur Zombies und keine Hunde. Die Hunde sind nämlich schlimmer als die Zombies in meiner Meinung. So. Wir haben den Hausschlüssel. Was ist denn da für ein Symbol drauf? Ist da überhaupt irgendein Symbol drauf? Ein Schwertsymbol. So, wo war jetzt bloß überall das Schwertsymbol eingraviert? Ah ja, hier war schon mal zum Bleistift das Schwertsymbol drin. So, wie viele Zombies kommen jetzt hier? Ich will eigentlich das momentan gar nicht so rausfinden. Das ist ein Haufen Krimskrams. Hier scheint nichts Nützliches zu geben. Ich hoffe, das war gerade ich und nicht... Och, du Scheiße. Okay. Nehmen wir die erste Tür. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Okay. Das sieht nach einer großen Tür aus. Da will ich jetzt erstmal nicht rein. Da liegt doch irgendwas. Was ist das? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Will ich das überhaupt? Auf der anderen Seite verschlossen. Und da geht eine Tür wenigstens rein, na Gott sei Dank. Die große will ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich traue den Türen nicht hier. Schallplattenspieler, was liegt da? Da liegt doch irgendwas. Pistolenmagazin, na aber auf jeden Fall nehme ich das mit, Freunde. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ach du Scheiße, was ist das denn alles hier? Gibt es denn nicht mehr die gute alte Truhe? Ein offenes Tagebuch, die Seiten sind leer. Was liegt denn hier? Ein Feuerzeug? Ja, ach du heilige Scheiße, ne? Also Freunde, da wird's noch ein bisschen anstrengend, glaube ich, hier. Wir brauchen irgendwie eine Truhe zum Zeug ablegen. War denn nicht irgendwo eine Truhe? Wow, okay, erstmal habe ich ein anderes Problem. In your head, bitch. In your head again, bitch. Der stirbt nicht. Hör mal. Wie Kugeln frisst denn der noch? Das ist aber endlich tot, oder? Endlich. Heilige Scheiße, wie viel Kugeln frisst denn der noch? Der 6 Schuss? So. Wo ist der andere von denen? Der ist hinter uns. Oder er ist unten.
haben die Tür aufgeschlossen. Oh Mann. Das ist das Interessante in Resident Evil. Es gibt zwar wenig Zombies, aber die sind furchteinflößend. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Okay. So schließt sich der Kreis ein wenig. Das ist schon mal ganz gut. Runter will ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich doch weiß, dass da ein weiterer Zombie rumgammelt irgendwo. Da ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingerückt. Tja, jetzt bräuchte man die Kamera, ne? Okay, hier ist wohl kein Zombie. Aber wieder eine Tür zum Öffnen. Heute neu. Oh, Kräuter. Okay, ganz viele Kräuter. Hier ist irgendwas. Leerer Kamin. Da ist nichts. Hier sind Kräuter. Den Raum sollten wir uns ganz dringend merken hier. Den können wir wahrscheinlich nachher noch ziemlich gut gebrauchen. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir runter müssen. Auch wenn ich da gar nicht hin will. Aber es muss wohl sein, liebe Freunde. Es muss wohl sein, dass ich mir das jetzt hier antue und da runtergehe. So, vielleicht sehe ich von früh genug aus den Zombie. Da unten ist er nämlich, der Penner. Kommt der auch auf die Treppen hoch? Ja, kommt er tatsächlich. Kommt echt die Penner kommt echt die Treppe runter. Hoch. Der kann doch nicht tot sein. Verdammt. Kannst du mir nicht erklären, dass der tot ist? Du kannst mir nicht erklären, dass der tot ist. Der lebt. Hä, der scheint tot zu sein? Mit einem Schuss. Freunde, nie und nimmer. Oh, kommt doch hier der Truhenraum, oder? Oh, bitte Gott, lass mich jetzt nicht falsch liegen. Ja, da ist unser Safe Room. Na, Gott sei's gedankt. Ich will die Pistolenmunition. Das Licht interessiert mich momentan nicht, danke. So. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Herr, die können sie nicht tragen. Was soll ich denn noch machen, Mensch? So, wir machen mal die Truhe auf. Oi. Die Farbbänder haben wir noch genug. Legen jetzt erstmal das hier alles ab. Und die alte Gewehrmunition können wir auch gleich ablegen. Brauchen wir nämlich erstmal nicht. Noch haben wir ja kein Gewehr. Dann gehen wir mal die Flasche da gleich mit. Ist das Benzin? Feuerzeugbenzin vielleicht? Treibstoffkanister, jawohl. Liegt da ein Brief? Oder ist das... Ah ja, tatsächlich. Sehen wir leider an. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können weder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um die erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Erstens Einäscherung, zweitens Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Das haben wir schon gefunden. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden? Jawohl. Wir haben noch 8 Stück. Jetzt noch 7. Ich hoffe allerdings, dass die nicht so rar sind, wie ich gerade befürchte. Ich kann mich daran erinnern, dass die im alten Resident Evil 1 sehr rar waren. 43. 58 Pistolenschuss. Das ist okay. Damit kommt man noch klar, würde ich sagen. Aber, ja gut, wer weiß, wie viel Munition ich noch verballern werde in diesem Spiel.